Kleines Update zu unserem Antminer S21 vom Million Miner fürs Testing. Lüfterdrehzahl aktuell sind 70% und wir fahren im Low Power Mode. Gefällt der Schuko-Schnur mal wesentlich besser und wir haben 2694 Watt im Stromverbrauch. Schauen wir zum Dashboard. Der Miner ist 34 Minuten online und wir schaffen im Low Power Mode 157 Terahash, 157,9 Terahash. Ich habe umgerechnet 2694 Watt durch die 157,9 Terahash, könnte ich sogar 158 Terahash rechnen. Also sind wir irgendwo zwischen 17, beziehungsweise, gehen wir es noch einmal ein, filmen und rechnen ist nicht so einfach, 2694 dividiert, also 2694 Watt dividiert durch 158 Terahash, tut sich jetzt nicht so viel. 17 Watt, das ist schon eine Ansage. Das heißt, der Antminer S19 mit 110 Terahash, der Pro, hatte seinerzeit gut 3500 Watt benötigt. Ja, kann man wirklich sagen, die Maschine ist jetzt schon noch einmal um eine schöne Ecke besser unterwegs, weil der Antminer S19 Pro, der S19 Pro wurde ja mit 3250 und 110 Terahash angegeben, doch keine 3,5, obwohl ich mit den Maschinen gearbeitet habe. Das heißt 3250 durch den 110 Terahash waren wir bei 29,5 Watt fürs Terahash und der XP ging dann schon runter auf 20. Der wurde ja voriges Jahr ausgeliefert, also muss man schon sagen, wieder ein Wahnsinn, was da sich bei Bitmain und der Effizienz getan hat. Ja, das macht jetzt schon richtig Spaß. Dann schauen wir dann auch rein. Ihr seht, ich habe den jetzt auf 70% Lüfterdrehzahl eingestellt und wir haben jetzt bei meinen Umgebungsbedingungen hier, falls der Fokus kommt, überhaupt keinen Stress mit der Temperatur, könnte ich sogar einen Touch runtergehen. Man kann durchaus 70, 75 Grad zu kühl, sollen es die Chips nicht haben. So, ein kleines Update zwischendurch von mir. Bis dahin, bis wir dann die Rewards kalkulieren. Liebe Grüße, euer Mr. Mining.